Guten Tag, herzlich willkommen wiederum bei dem YouTube-Kanal der Kieler Akademie für Thanatologie. Es geht um die Einführung, Kapitel 4, und zwar die Kategorien der Informationen und Kommunikationen. Und zwar kann ich Ihnen hier vier Kategorien benennen. Zunächst, es wird eine Kategorie Lehreinheiten geben. Das heißt, es wird eine Vielzahl von Aufzeichnungen geben, so wie jetzt diese Aufzeichnung hier, die immer sehr kompakt gestaltet sind. Immer so zwischen 3 bis höchstens 15 Minuten. Und zwar zu allen Themen der Thanatologie. Die zentralen Themen werden immer hier eingeblendet sein. Und so können wir Ihnen die Grundinformationen vermitteln, auf deren Grundlage weitere Diskussionen und Vertiefungen möglich sind. Kategorie 2 ist so etwas, was ich als lebendige Wissenschaft bezeichne. Denn wirklich spannend wird Wissenschaft, wenn Expertisen von vollkommen verschiedenen Fachgebieten miteinander ins Gespräch kommen. Und so werde ich also eine Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versuchen zusammenzubringen und über die Themen der Thanatologie sprechen lassen. Und das Schöne ist, man kann solche Gespräche ja auch aufzeichnen, genauso wie diese Videoaufzeichnung hier. Und so können Sie, wer auch immer daran Interesse hat, teilhaben an dieser lebendigen Wissenschaft. Und ich werde dafür sorgen, dass wir wirklich uns alle darum bemühen, allgemeinverständlich zu sein, denn das kann jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sehr gut, sich sehr schlecht allgemeinverständlich zu vermitteln, und genau das wollen wir vermeiden. Ganz wichtig ist Kategorie 3. Und zwar, zunächst sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu genötigt, möglichst neutral wissenschaftliche Problemstellungen darzustellen und möglichst neutral verschiedene Erklärungsmodelle anzubieten. Aber natürlich hat jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler auch subjektive Einschätzungen. Und oft wird die Diskussion erst dann richtig lebhaft und spannend, wenn diese subjektiven Einschätzungen auch explizit benannt werden. Deshalb wird es eine eigene Kategorie geben, wo jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer an diesen Diskursen die Möglichkeit hat, auch zu sagen, das ist meine Einschätzung in Bezug auf diese Frage der Thanatologie derzeit, und sie kann sich ja auch ändern. Und jetzt kommen wir zu Kategorie 4, und die ist für Sie besonders interessant, nämlich Fragen und Antworten. Natürlich wollen wir viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesen Diskussionen einbeziehen, aber auch alle weiteren Personen, die sich für dieses Themenfeld interessieren, sollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Sie können zum Beispiel Fragen einreichen und entsprechend wird es Antworten geben über dieses Medium. Die Fragen werden hier dargestellt und entsprechend in einer Videoeinheit beantwortet. Und auf diese Diskussionen, die sich so aufbauen, können auch wieder andere Personen sich einschalten. Das heißt, rein theoretisch können wir eine Diskussion aufbauen, die eigentlich unbegrenzt ist. Und das ist das Schöne am Internet, dass wir diese Diskussion kontinuierlich fortführen können und dass jede Person sich an die jeweiligen Stellen wenden kann, wo sie sich in die Diskussion einschalten will. Auch das ist für mich etwas, was ich lebendige Wissenschaft nenne, und ich freue mich, mit Ihnen in Diskurs zu treten und lade Sie ein zu der 5. und letzten Einheit dieser Einführung, denn da erläutere ich, in welcher Weise alle interessierten Personen an diesen Projekten teilnehmen können. In der Hinsicht besten Dank für jetzt und ich freue mich, Sie wiederzusehen.